Hallo liebe Community, lang ist's her, doch was lange wäre wirklich gut und so, ja komm, jetzt hauen wir erstmal irgendwelche Sprüche raus. Ja, und zwar habe ich, wie ihr wisst, erstmal einen kleinen Abstecher nach Outlast gemacht und das war echt schon ein ganzes Weilchen her, mal dass ich mal wieder Path of Exile angespielt habe oder dem Ganzen mal wieder eine Chance gegeben habe, obwohl ich es großartig finde. Es ist in der Tat eines der besten Games des letzten Jahres, nach meinem Empfinden. Wir sind sogar am Überlegen, ob wir da ein schönes Let's Play Together mitmachen. Erstmal können wir hier noch einen Punkt verteilen. Was mache ich hier eigentlich gerade? Lightning Walker, ja, wir sind ja blitzy. Cool. Auf jeden Fall. Ja, da ist gerade echt eine Überlegung. Ich bin mir sicher, dass ein Let's Play Together mit von Path of Exile sehr gut ankommen würde. Ich muss auch sagen, es ist eine Freude für mich, dass ich sehe, dass das Game so eine rege und großartige Community hat. Ihr glaubt gar nicht, wie oft es passiert ist, dass Leute in der Tat hier gekommen sind, mir was schenken wollten. Einfach so just for fun. Ich fand das total ultra freundlich und ultra geil und ich wollte den Leuten auch irgendwie dafür danken, nur ich hatte leider in dem Moment noch gar keinen Plan, wie ich jemanden überhaupt anwhispern kann. Das tut mir echt von ganzem Herzen leid, falls einer von euch das hier sieht, der mir da was schenken wollte. Vielen, vielen Dank. Ich bin echt von ganzem Herzen dankbar. Ich fand das super geil, die Aktion. Es war irgendein Epic-Bogen, den mir da einer in die Hand gedrückt hat. Und ja, das ist echt so famos. Oh, hier, wie sind meine... Ah ja, genau, die Dinger tanken für mich. Es ist so lange her, dass ich das mal gezockt habe. Ich muss das mal ein bisschen in die Steuerung auch wieder reinkommen. Ja, und ich bin auch einfach der festen Überzeugung, dass das hier ein Game ist, was mehr Aufmerksamkeit verdient hat. Und das ist doch einer der Gründe, warum ich hier so fleißig... Uiuiui, komm schon, wie viele von den Viechern habe ich überhaupt? Oh. Also ein bisschen herumgimpen hier. Aber schön, cool, wir gucken mal ganz kurz nach. Bis zu 4 Zombies. Ja, da sind es doch. 4 Zombies. Noch ein paar Skelette hier. Wie viele können wir denn haben eigentlich? Bis zu 6 Skelette auf einmal. Schön, ja. Gut zu wissen. Und, ja, das ist auch wieder für mich ein Zeichen, dass es hier echt großartige Sache geht. Community macht sowieso super viel aus. Das muss man ganz klar erstmal sagen. Viele Games, die vielleicht qualitativ eher grützig wirken, sind, wozu das hier absolut nicht gehört, sind einfach durch eine rege und belebte Community trotzdem großartig. Man fragt sich häufig halt, gerade wenn man MMOs gezockt hat, so, yo, was finden Leute denn an dem und dem Game geil? Aber hey, es ist halt einfach so, sobald die Community fetzig ist, so fetzig wie ich gerade, schnell... Minions, Hilfe! Sobald die Community richtig abgeht, ist sowieso alles andere egal. Ich habe da übrigens was neulich gelesen, das hat mir sehr gut gefallen. Das ist, das widerspricht so ein bisschen so diesem typischen, wir Menschen sind hier alle mal im Westen total gegeneinander und total Ellenbogengesellschaft und so. Und zwar ging es um soziale Aktivierung. Das ist ein, ich weiß gar nicht mehr, wie der Typ hieß, aber es mit Allport oder so ähnlich, der das geschrieben hat. Da ging es halt darum, dass Menschen nicht nur, wenn sie halt gegeneinander unterwegs sind, sondern auch schlicht und ergreifend schon durch die Tatsache, dass andere Leute da sind, mehr Leistung erbringen. Und es ist überhaupt gar nicht notwendig, dass man Menschen in Situationen von Wettbewerb packt, dass sie halt das Beste raushauen, was sie hinkriegen. Nein, es reicht schlicht und ergreifend, dass andere Leute anwesend sind. Und deswegen haben auch viele Leute, gehe ich davon aus, ein gutes Gefühl, einfach wenn sie in einem Game sind, wo viele Leute sind, wo sie sehen, dass da wer lebt halt. Hier, ihr seht das gerade hier, da unterhalten sich auch gerade Leute hier im Chat, dass man einfach das Gefühl hat, hier sind Leute und das Game ist lebendig und die Community ist aktiv. Und das gibt Menschen einfach sofort ein gutes Gefühl. Ich glaube, das ist auch so eines der Erfolgsrezepte von EVE Online. Hey, jetzt erwähne ich EVE, dann stürzt hier mein Rechner kurz ab. Nee. Gut, es geht weiter. Ich check's noch nicht ganz. Meine Skelette halten immer nur eine Minute oder so. Die sind wahrscheinlich meine große Hilfe bei Bosskämpfen. Und deswegen will ich sie auch nicht vernachlässigen. Aber ihr seht schon, der Damage ist ganz ordentlich von dieser Blitzhexe hier. Blitzi! Hätte ich Blitzi nennen sollen. Mir gefallen meine Minions hier sehr gut. Komm schon.
Ja, ach, das ist ein Game, da kann man immer wieder vorbeischauen. Hier wird auch ständig dran gepatcht. Ich habe gesehen, es gibt wieder neue Items und so weiter und so fort. Und es gibt immer wieder was Neues zu entdecken hier. Stormcall, ja, so heißt ja mein toller Spruch. Trinken wir erstmal einen Schluck. Ja, wie komme ich jetzt von der sozialen Aktivierung zu einem interessanteren Thema? Gehe ich mal davon aus, dass ihr euch vielleicht nicht so sehr für Sozialpsychologie interessiert hier an dieser Stelle. Aber hey, ja, es hat uns sogar jemand, ich habe leider deinen Namen vergessen, tut mir echt gerade total leid, angeschrieben auch, wann es denn weitergeht mit hier Path of Exile. Und ja, das will ich mir auch nicht nehmen lassen, das ist einfach super geil. Ich bin auch gerade echt überlegen, was man halt noch so zocken kann, so zwischen den Klausuren dann. Weil Path of Exile ist sehr, sehr genial, aber ihr seht doch, dass die Folgen immer relativ kurz sind. Weil mir halt schon bewusst ist, dass es ein bisschen anders ist, als ob ich jetzt hier über Outlast upgrade halt, ne? Das Spiel ist so perfekt, ehrlich gesagt, meines Erachtens nach gibt es hier nicht viel Raum für Kritik oder dergleichen. Und Menschen lieben es ja, diese Kritik. Ne? Ja, also, ich muss sagen, ich darf gar nicht darüber nachdenken, aber noch heute werde ich leicht aggressiv, wenn ich darüber nachdenke, dass Outlast 85% bekommen hat. Also manchmal fange ich sogar an zu lachen darüber, weil es sagt so viel über unsere Gesellschaft aus, finde ich. Dass derartig schlechte Games plötzlich 85% kriegen. Das ist so wie als ob Familien im Brennpunkt einen Grimme-Preis kriegen würde oder so. Bekommt das nicht so? Nee, nein, bekommt es nicht. Cool. Ja. Zombies! Chumbi! Oh, du auf Alken. Chumbi! Kommt schon, Chumbis! Wir wollen Chumbis! Ja, das ist das sehr unterhaltsame. Chumbi kommt halt, für alte Nerds unter euch. Das ist halt eigentlich aus DSA, das schwarze Auge. Und da gibt's halt die Waldmenschen und die haben halt auch die lebenden Untoten mit dem Namen Chumbi. Oh ja, geil, ein Weinzirklet! Hey, das müssen wir gleich erstmal abchecken. Maximum Mana, was hast du denn? Du hast nur enge Energy Shields. Ja, hallo nochmal! Das nehmen wir sofort mit. Ist hier irgendwo, da ist sogar ein blauer Suckel. Ein Suckel. Da kann nämlich jetzt mal das Wein-Circlet des Schwachstens hier weg. Ja, aber das macht übrigens auch Sinn, dass man übrigens Schild hier am meisten hat mit der Hexe. Das ist sehr klug durchdacht, denn man möchte natürlich Treffer überhaupt erstmal vermeiden. Und ist halt ein Distanzkämpfer. Also bleiben sämtliche Schäden erst direkt im Schild hängen. So dass man überhaupt gar nicht erst von seinem Leben zehren soll. Ich gehe ja in der Hinsicht sogar noch ein Stückchen weiter, indem ich mir halt meine. Ich latsche die ganze Zeit ins Feuer. Indem ich halt meine kleine Armee aus Untoten hier habe. Die hoffentlich für mich sogar noch mehr Bodyblocken. Sei doch meine Wall. Chumbi. Ja, das hier ist die Chumbi-Folge. Oder auch nicht. Vielleicht ist das hier auch die Scheiße, The Burning Menace macht Platz Folge. Der großartige Soundtrack, den packe ich ja auch gerade bei uns hoch, weil ich den außergewöhnlich finde. Der ist auch noch nicht komplett oben. Das kommt jetzt aber demnächst. So. Und unsere Burning Menace machen wir mit Blitzen! Ja! Bam! Das ist doch ein Grund zur Freude. Und wie jeder Nubi-Bubi laufe ich gleich erstmal in die Flammen hier. Vier, so. Lalala. Hallo, Chumbi. Chumbi. Komm schon. Ja, schön. Okay. Wir gehen hier vorne noch um die Ecke. Aber es ist schön, wieder hier zu sein. Ich merke, das Game hat echt so ein ganz besonderes Flair. Okay, ihr Lieben. Auf jeden Fall, welcome back hier auf Wayclast. Genau, welcome back to Wayclast. Ja, und danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann, ciao.